aber. Tun wir uns das jetzt an? Wir tun uns das jetzt an. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh doch. Das tun wir uns jetzt an. Ich habe keine Ahnung. So wie es bis jetzt ausschaut, ist es wie Alice 12? Ja, okay, ist es halt auch von 12 oder was? Warte mal. 17, 15, 12. Ich glaube Alice 12. So schaut es aus. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich da gerade eingelassen habe. Oh Gott, ich habe mir das wirklich just for fun gekauft. Okay. Es ist extremst wie Alice 12. Willkommen in der Schutzmatt. Hier beginnt deine Karriere als Manager einer kompletten Skiregion. Was hast du hier? Die drehenden Fragezeichen. Ja, die drehenden Fragezeichen kenne ich. Wir haben eine Pistenraube. Okay. Ja, komm. Es ist wie. Ja. Ja. Zack. So, einmal komme ich hier nicht mehr in die Optionen rein. Mir kommt das Spiel sehr laut vor. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, aber es ist von der Steuerung her genau wie Alice. Mama. Weil es ist. Ist das jetzt unseres? Ich habe keine Ahnung. Was passiert, wenn ich jetzt da durchfahre? Nix. Dann steige ich mal aus. Skipisten. Das ist ihre erste Skipiste mit der Maschine. Ne? Ihre Pisten immer im guten Zustand sind. Ansonsten kriegen wir mal keine Gäste mehr. Wir haben 300.000. Torbogen. Mir die normale Zustand der jeweiligen Skipiste. Okay. Achso, wir müssen einfach nur drüber fahren. Okay. Ich habe jetzt eine Skipiste und fahre jetzt. Mit so einer Pistenraube wollte ich eigentlich schon immer mal fahren. So, wir machen jetzt die Piste hier gut. Ah. Lauf da. Ah, die Steuerung ist sehr blöd, sehr schwammig. Die verzieht auch irgendwie die ganze Zeit. Wird die Piste jetzt besser? Reicht doch, oder? Wir fahren dann im Tiefschnee. Okay, hier ist keine Piste mehr. Was ist hier oben? Ach, das ist jetzt meine Station da. Was ist das hier? Kann ich da irgendwas machen? Der Lift steht ja. Skistation verwalten. Preisempfehlung. Ja, dann gehen wir auch auf 16 hoch. Okay. Was kann ich hier machen? Anlage kaufen. Einrichtung kaufen. Je größer die Station, je nach Größe stehen mehr oder weniger Einrichtungen zur Verfügung. Okay. Anlage kaufen. Ja, kaufen. Ah, Imbissstand. Skiverleih. Wetterstation. Kiosk. Alpinbergwacht. Ich bin dann können. Immer mehr Sicherheit. Skischuhe? Ach, Skischule. Ja, ich glaube, so eine Skischule ist ganz gut. Komm. Zielgruppe. Familien? Reise. Normal. Okay. Hey, wir haben eine Skischule. Was ist da? Komm, wir bauen das erstmal hier aus. Anlage kaufen. Kleine Erweiterung, okay? Information, Kinderbetreuung, Druckerie, Souvenirladen. Stress im Ohr, etwas Ruhe finden. Druckerie. Laden. Ja, der erste Souvenirladen. Authentisch, kitschig, Antiquität. Ja, für kitschig. Normaler Preis. Zack. Was ist das? Kaufen wir doch auch gleich hier noch. Anlage kaufen. Natürlich. Komm hier. Imbissstand. Skiverleih. Ich wäre für.
einen Skiverleih, weil Ski braucht man ja. Preise, normal. Zack. Hey, guck mal. Guck mal, wir haben die ersten Leute, die fahren. Hallo? Hallo, das ist meine Piste. Hey. Hey. Arsch. Die steigen nicht aus. So, dann fahren wir jetzt wieder runter. Machen wir die Piste hier ein bisschen besser. So. Hey, da vorne fährt einer. Yay. Da vorne ist einer. Wuhu, wir haben den ersten. Der erste ist die Piste runtergefahren. So. Alter, lässt sich das scheiße steuern. So. Wir sind jetzt bei 0,8. Der eine Balken ist ziemlich klein und der andere ist ziemlich groß. Geht er höher? Was sagt er denn? Warte mal. Schnee? Ach, das ist der Pistenzustand. Und was ist die 8? So. Jetzt fahren wir hier mal rum. So, hier, weil das ist so eine Auslauffläche. Ah, oh Gott! Ups. So. Das Wendekreis hat das Ding. Krass. Hat es nicht wehgetan? Ah, der will gleich nochmal fahren. Die fahren doch mich durch! Ja, weg da, Vorsicht, ich komme. Also ganz normale Alice-Steuerung. Vorsicht, Walze kommt. Wer reinkommt, wird zum Schneehaufen. Auch wenn die Steuerung scheiße ist. Oh Gott. Hey. Oh, weiter geht's, weiter geht's. Will einer von euch ein Alpenhorn? Nicht? Da kann ich nichts machen. Mit dem vorderen Ding. Oh, machen wir erstmal die Piste hier. Zack. Runterfahren wieder. Das ist echt der Pistenzustand, okay. Der letzte Balken. Ist man nochmal aufs Handy gegangen? Oder ging das in Fahrzeugen gar nicht? Doch, das ging in Fahrzeugen auch. Ich weiß noch nicht mehr wie. Hallo! Fahr fein nicht dagegen! Achtung! Musst aufpassen! Ich hafte hier für keine Amputationen. Wenn der Arm ab ist, ist der Arm ab. Oder das Bein. Und wenn der Ski quer im Hintern steckt, kann er auch nichts dafür. Selber schuld seid ihr dann. Euer Problem. So. Auf geht's. Die Steuerung ist echt scheiße. Oh Gott. Oh, wieder rauf. Glaube ich, wir haben einen sehr guten Pistenzustand, denke ich schon. Gott, macht die Steuerung fertig. Das ist so schwammig. Ab und zu fährt er auch dahin, wo er will. Nicht wohin ich will. Oh, hier. Da ist doch noch ein Fleckchen. Drüben auch. Jetzt noch einmal runter. Da
Dann gucken wir uns mal in der Stadt um. Oder gucken wir mal auf die Map. Ich glaube, das ist nicht das Einzige. Hinten ist was, da unten ist irgendwas. Wo fahre ich denn hin? Da. Warte, ich drehe um. Ah, das war ein Drift, hä? Mit der Pistenraube. So. Auf. Ich finde irgendwie Schnee, oder? Plopp. Und rum mit uns. Fahren wir mal runter. Yeah. Ja. Guck mal her. Wenn das keine gute Piste ist, auch wenn da mal ab und zu mal Wiese rausschaut, das ist ganz normal. Oh Gott. Oh, den Fleck dort. Nein. Oh. Da müssen wir nochmal umdrehen. Yep. Uff, uff, uff. Muss mal echt rumgucken, ob es da wegen auf die Karte und sowas. Muss mal nochmal wieder reinfinden. Flop. Ey. So. Das ist echt Wiese. Krieg ich die weg? So. Haben wir das Eckchen da noch? Guck mal, die, warum fahren die nie wieder runter? Oder steigen die nur nicht aus? Das ist auch was. Was kann ich denn alles kaufen? Ich glaube, da bin ich zu Fuß schneller. Also, was ist das? Die Startstation. Hallo! Skistation verwalten. Ah! Station Bühl. Preisempfehlung 22. Nur dann gehen wir doch auf 22 hoch. Helpline rufen. Öffnungszeiten. Okay. Ah, guck mal. Das ist jetzt unsere Station, die 8. Ist ja richtig mickrig. Das ist die 8. Und hier ist die nächste Station, weil unsere die 8 geht ja hier. Dann könnte ich die 5 zum Beispiel holen. Die sind miteinander verbunden, so wie es ausschaut. Ich glaube, die 7 ist auch noch so eine Sache. Entweder fahren die von da hierher. Ich denke nicht, dass sie von da daher fahren. Keine Ahnung. Da müsste ich jetzt aber, glaube ich, die Station hier nur kaufen. Bin jetzt da. Ich glaube, da müsste ich die Station kaufen, weil die hier gehört mir ja schon. Was ist das jetzt? Jetzt gucke ich mich mal hier um. Was kann ich hier kaufen? Hotel! 6.000 pro Tag. 30 Gäste pro Stunde. Tief? Nee, nee, normal. Jugendliche, Singles, Familien, Jungsenioren, Paare. Familien, oder? Kinderfreundlich, billig, Party, Mittelklasse, romantisch, luxuriös. Antisch, Mittelklasse, kinderfreundlich. Kinderfreundlich. Familien schauen immer auf kinderfreundlich. Habe ich hier ein Hotel gekauft. Ach, dann kann ich es umbauen. Wir haben jetzt aber kein Geld mehr. Wie ging das nochmal mit dem Händen? Ich kann Schneebälle werfen. Plopp. Was ist hier hinten? Plopp. Aber ich habe... Also wirklich weit werfen kann ich nicht. Rettungsflugwachs. Solange Sie keine Hubschrauberplattform besitzen, müssen Sie verletzte Skifahrer hierher transportieren. Plopp. Plopp. Okay. Hallo. Okay. Wo ist der? Hey, wir gehen eine Runde planschen. Oh, schön erfrischend. Ah, oh, so schön eisig vor allem. Mal umgucken, was gibt's denn hier noch ein bisschen? Außer, dass ich einen Schneeball werfen kann, habe ich jetzt so nicht viel rausgefunden. Wir haben jetzt auch nur noch knapp 100.000. Hallo? Das ist ja gar kein Gesicht.
Oder? Ey, stopp, stopp, stopp! Bleib stehen! Bleib stehen! Du fährst aber nicht schnell. Dann halte ich dich halt an. Hey! Hey, du! Hey, du! Alter, schaut der grimmig. Hey, du! Hey! Hey! Hallo! Ja, guck mal, ich bewerf dein Auto mit Schneebällen. Passiert dir nicht. Ah, da ist noch irgendwas Grünes. Können wir da machen? Hey, hier, hier, da. Hey! Anhalten! Da, Skipiste, toll! Was ist das? Anlage kaufen. Kleine Erweiterung kaufen. Information. Kinderbetreuung, Druckerie. Souvenirladen. Souvenirladen haben wir oben schon. Machen wir eine Kinderbetreuung. Kann man die Kinder abgeben. Preise normal. Peng. Das mit den Kindern funktioniert ganz einfach. Man wirft die hier durchs Fenster durch, dann sind sie im Bällebad und glücklich. Hey, 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 du! Genau, du da! Ja, hey, dich meine ich hier. Dich, hey! Hey, pass auf! Er läuft durch mich durch. Kann ich auch. Pass mal auf, hier ist eine geile Skipiste. Und dort ist ein tolles Hotel. Also, ich kann dir das echt empfehlen. Hey, du, ah! Ich treff nicht. Jetzt hier läufst du im Kreis. Hey du, pass mal auf da. Genau du. Da ist eine geile Skipiste. Die ist mega. Die mögen mich nicht. Wie ging das nochmal mit dem Handy auf eigentlich jetzt einmal? Ah, I. Wettervorhersage. Baukosten. Ich mache eh pleite. Hm, das ist sehr LS17-Style. Okay. LS17. Tut mir leid. 12 Style, ich glaube, ist sogar das gleiche Handy. Machen wir eigentlich überhaupt Gewinn? Einnahmen, Anlagen, doch, wir machen Gewinn. Nicht wirklich viel, aber wir machen Gewinn. Konnten wir hier nicht irgendwo... Ah, hier, guck mal, Skipistenstationen. Ah, genau, da müsste ich die Station hier noch kaufen, oder? 160. Was ist das jetzt hier? Kinderbetreuung? Souvenirladen, Skiverleih und Skischuhe. Skischule. Okay. Hotels? Habe ich das hier hinten? Da gibt es auch noch eins. Also ich kann auch ein paar Hotels machen, okay? Statistiken. Jugendliche Singles, Familien, Jungsenioren, Paare. Verteilung der Gäste heute. Also Familien sind 42%. Paare sind 46. Singles aber auch 47. Okay. Gäste total 14. Oh. 7%. Also ich wäre mal... Also Missionen einmal bitte aus. Die mag ich gar nicht. Und wir schrauben mal hoch hier. 240%. Komm. Häng. Immer wieder da. Schrauben wir mal hoch hier. Weiterspielen. Hier, Vollgas. Was machen wir jetzt? Andere Frage. Kann ich mir irgendwo... Ah, hier. Pistenbully. Ja, den haben wir. Die Walze haben wir. Pistenbully 400. Wir haben den 100er. Ah, oh, Räumschild, Walze. Pistenbully 600. Hey! Kompaktlader. Kompaktlader. Schneefräse. Ah, ein Traktor. Ein Salzstreuer. Radlader. Eine größere Schneefräse. Snow-Eater. Ein Rasenmäher mit Schäumschild. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Aber eigentlich müsste ich ja die ganze Zeit nur mit dem Ding rauf und runter fahren, oder? Wie schaut es denn jetzt eigentlich hier aus? Station verwalten. 75% in der letzten Stunde Ausnutzung. Ist doch okay. Das heißt, wir haben... Jetzt schon, wir machen echt Gäste. Was zahlen die? 22 nur pro Ding. Ja komm, da gehen wir auf 24 hoch. Aber das ist nicht so viel. Ich habe gedacht, ich werde jetzt reich. Das Schild, das Schneeschild vorne kann ich nicht rauf und runter tun. Das ist so. Ah, guck mal.
Ja! Wir räumen die Straße hier! Vollgas! Du Schneeschippen! Ich schnipp die Straße! Hey du! Ich bleib nicht auf der Straße! Hat nicht so geklappt. Hallo! Was? Junge, der kann zaubern! Und die können zaubern! Hallo, ich bin Pistenauto! Hat keiner gesehen! Ja, was mache ich denn? Hier gibt's nichts zu sehen. Alle. Licht? Das Spiel bleibt beim Licht anmachen erstmal stehen. Da war nix. Hallo? Im Dunkeln Skifahren ist voll gefährlich. Da könnten solche Leute sein wie ich. Warum? Nein, nein. Also. Hallo. Ich habe dich schon erwartet. Hast du Spaß auf meiner Piste? Wo möchtest du hin? Ich kann hier nicht rein. Guter Schachzug. Aber ich warte hier schon auf dich. Ich hab Zeit. Ich hab ganz viel Zeit. Wie ist es jetzt eigentlich mit der Piste? Da muss man ja noch ein paar Mal drüber fahren, dann ist sie fertig. Gut, hier ist ein bisschen steinig. Hier vielleicht ein bisschen. Woher soll ich Schnee kriegen? Schneekanonen habe ich jetzt keine gesehen. Geräte? Ah doch, hier. Schneekanone. Oh, doch. Gibt's. Ach du Scheiße. Das Ding schaut nicht aus wie eine Schneekanone. Es schaut aus wie eine so Megaturbine, in die du hinten ranschnallen kannst. Das ist der Turbo-Boost. Salzstreuer. Schneefräse. Mhm. Was ist das? Eine Snide-Lanze mit Big Quattro ist eine ultimative Innovation. Gehaufwand maximale Schneidleistung. Das ist Schneidlanze. Was ist das? Und warum kostet die 120.000? Transportschlitten, Rettungsschlitten, Mini-Clip-Kipper. Kipper. Große Kipper. Mittelgroße. Nee, mittelgroß ist das letzte. Okay. Mods. Gibt's nichts. Okay. Ha, guck mal, da fahren wieder welche. Also, ich hätte es jetzt einfach so gemacht, wenn wir dann Verletzten haben, wir buddeln den einfach ein. Hallo! 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 Ihr seid heute die Ersten. Hi! Ja, du auch. Du bist die Zweite. Er war vor dir. Pech gehabt. Der Erste kriegt einen dicken, fetten Schmatzer. Ja, gleich nochmal rauf, gell? Die Piste ist geil. Hey! Fahr mich nicht zusammen. Die Piste ist geil, gell? Ja, die ist toll. Hi. Wieso steigen die nicht ein? Da ist keiner drin. Hm. Gucken wir uns mal oben um. Aber wenn wir schon dabei sind... Komm, fahren wir gleich mal wieder drüber. Hallo! Vorsicht! Ich bin fett! Vorsicht! Ich hab schon drei Menschen auf dem Gewissen. Oh Gott! Pass auf! Vorsicht! Muss ich jetzt die ganze Zeit ab und zu mal drüber fahren hier, oder mehr auch nicht?
Das schaffst du! Menschen geben extra Punkte. Ja. Ist ja auch nichts los. Ist ja auch nichts los. Ah, da ist einer gespawnt. Hey, du läufst in die falsche Richtung. Da ist die Piste. Hey, da. Hübsche Frau, da ist die Piste. Okay, flirten bringt auch nichts. Stopp, das die gehört mir nicht. Das ist die falsche Piste. Nicht da. Ui. Fünf? Vier? Nein, nicht dahin. Nein, darüber. Ich höre immer Hubschrauber. Ich sehe aber keine. Haben wir heute überhaupt Gäste gehabt? 800 hatten wir gestern, 855. Ich glaube, heute wären es nicht so viele. Hier. Preise normal. Da, Hubschrauber! Ich brauche meine Bodenluftraketen. Ich glaube, wir haben heute... Cool, eine Brücke. Ich glaube, wir haben heute nicht so viel gehabt. Aber wir machen Geld. 102.000 haben wir. Jetzt ist dicht. Haben wir heute? Nee, heute haben wir wirklich nicht so viele gehabt. Was macht... Haben wir doch hier irgendwelche Statistiken? Ja, ich hätte gern Geldstatistiken. Also, bei mir sind schon, wir sind ein bisschen beliebt. Wir haben 8% Beliebtheit, ja. Und wir gehen auf Familien, oder? Warte mal, stopp. Gehen wir auf Familien? Wir haben Familien. Zielgruppe Familien. Souvenirs? Kitsch. Authentisch? Nee, Kitsch. Muss auf Kitsch bleiben. Skiverleih? Ist ja eh egal. Fahren wir wieder runter. Fahren wir dabei mal über die Piste, die schlechter wird. Ich sehe keinen Unterschied, ob die besser oder schlechter geworden ist. Wir fahren jetzt einfach da mal drüber. Ja. Da fehlt Schnee. Keine Ahnung, ob die besser oder schlechter geworden ist, der Pistenzustand. Siehst du da keine Veränderung? I don't know. Ich denke, mir geht irgendwie der Schnee aus. Hi. Ich wollte zum Hotel schauen, ob wir da familienfreundlich sind. Kinderbetreuung haben wir ja. Das ist ja sowieso familienfreundlich. Ja, fliegt wieder zurück, der Hubschrauber. Kinderfreundlich, Familien. Genau, Preis normal. Kann ich schon noch ein Hotel kaufen? Stopp, wir können ja mal beim Hotel schauen, ob das überhaupt ausgelastet ist. Nein. Nicht mal im Ansatz. 3%. Das kostet 6.000 und wir machen... Und wir haben 3.400 nur. Das macht Verlust. Wie schaut das da aus? 1.800. Muss ich da jetzt echt rechnen? Tageskarten. Kostet 24. 300 haben wir verkauft, das hat 240, 480, 600, 720. Wir haben auch da Verlust gemacht.